Hast du mich gesehen? Boah, Kumpel, meine Muskeln haben sich verdoppelt. Boah, ihr beide seid echt stark. Schaut mal, wie sie ihren Bizeps vergleichen. Warum ist meiner denn so klein? Ach, Mann. Ich bin echt nur Haut und Knochen. Boah, Kumpel, schau dir Stevens Sixpack an. Wartet mal kurz. Ich kann dem noch nicht meinen knochigen Bauch zeigen. Oh, ich hab eine Idee. Her damit. Ich zauber mir einfach selber welche. Hast du einen Bronzerstick zur Hand? Verwende ihn, um einen Sixpack aufzumalen. Boah, sieht gut aus. Und vergiss nicht diesen Adonis-Gürtel. Nimm nun einen Pinsel, um die Linien zu verwischen. So sehen sie realistischer aus. Boah, sieht ziemlich echt aus, oder? Danke. Aha. Oh, ich hoffe, das funktioniert. Das war das letzte Shirt. Ah. Zeit zum Entspannen. Och, ich habe eine Socke übersehen. Und die hier auch? Och, was zur Hölle? Wo kommen denn all die Socken her? Außerdem, wo sind denn die passenden dazu? Och, hier ist noch eine. Die liegen ja überall rum. Ja, diese denkt wohl, die könnte ohne mich feiern. Achiu. Oh, hier ist noch eine gelbe. Entschuldigung. Oh, sorry, ich wollte eure Challenge nicht stören. Sorry, aber ich brauche die Socken hier. Danke. Oh, was für eine Reise. Wow, was für ein Tag. Meine Füße bringen mich um. Moment mal, du bist der Grund, warum hier überall Socken rumliegen. Hey, hör auf damit, deine Socken hier rumzuwerfen. Schau dir doch mal all die Socken an, die ich deinetwegen aufheben musste. Dafür musste ich durch einige Kanäle reisen. Ja, tut mir leid. Aber wirf keine Socken mehr nach mir, ja? Okay, wie wär's stattdessen mit einem Kissen? Hm, wobei, gib mir das. Ich denke, ich habe eine gute Idee. Ich brauche diesen Kissenbezug und natürlich die Schere meines Vertrauens. Zeit mit dem Schneiden zu beginnen. Nur ein bisschen. Auf keinen Fall zu viel. Jetzt öffne ich den Reißverschluss. Dann biege ich diesen Kleiderbügel, damit er passt. Der kommt durch das Loch, das ich eben geschnitten habe. Okay, schau. Hier wirst du von jetzt an deine Socken reinschmeißen. Das hängt genau hier, damit du es leicht findest. Genau hier rein, ja? Nicht überall verteilt, okay? Boah, manchmal können sie echt zum Fürchten sein. Oh, dieses Spiel ist schwer. Aber ich schlag mich großartig. Ich muss mal auftanken. Wo ist denn mein Getränk? Bösewicht holt mich ein. Ach, Mensch, nee. Ich habe meine Cola über mich verschüttet. Schau mal, hier ist ein Strohhalm. Das macht die Sache viel einfacher. Ah, clever. Jetzt kann ich spielen und trinken. Ich muss nur diesen Strohhalm in meinen Mund bekommen. Warte, was ist denn jetzt los? Komm her, Strohhalm. Boah, ich kann nicht glauben, dass sie noch mehr Hilfe braucht. Schau mal, nimm den Strohhalm raus und dreh jetzt die Lasche zur Öffnung. Der Strohhalm passt genau durch diese Lasche. Voila, jetzt bewegt er sich nicht mehr weg. Ah, wie bist du nur so schlau geworden? Sie hatte recht, das funktioniert super. Okay, als nächstes Luftballons. Boah, diese Party wird so toll werden. Und jeder mag Ballons, oder? So, die perfekte Menge an Luft. Jetzt muss ich ihn nur noch zubinden. Na, warum ist es so schwer? Warte, ne, komm zurück, flieg nicht weg. Ich brauch dich doch für die Party. Hey, wie läuft's mit der Partyvorbereitung? Ach, sorry. Ich versuche nur, die Ballons aufzublasen.
Im Ernst? Also, dabei kann ich dir auf jeden Fall helfen. Es gibt eine Geheimwaffe im Kleiderschrank. Ein Kleiderbügel. Gib mir den Ballon und ich zeig's dir. Wickle das Ende einfach um den Bügel. Dann schieb es durch und zieh es vom Bügel runter. Jetzt kannst du es festziehen. Bitte sehr. Wow, so einfach und clever. Oh, das macht alles viel einfacher. Dann kann die Party ja beginnen. Wow, Partyzeit. Lass es rocken. Ich krieg einfach nie genug von diesen Barbecue-Chips. Oh, ich hoffe, mein Mathebuch ist hier drin. Mensch, ich war früher echt in Form. Na, vielen Dank, Chips. Schau nur, wie definiert meine Bauchmuskeln waren. Oh, na Susi, haben die sich doch gar nicht verändert, oder? Obwohl, diese zusätzliche Lage ist neu. Bauchmuskeln sollen doch wackeln, oder? Also ich muss auf jeden Fall wieder zum Fitness gehen. Nur, das bedeutet schmerzhafte, anstrengende Liegestütze. Noch eine. Vielleicht sind Sit-Ups eher was für mich. Kann mich jemand hochziehen? Mann, diese blöde Fettschicht ist im Weg. Das sieht nach viel zu viel Arbeit aus. Es sei denn, es gibt einen einfachen Ausweg. Kann dieses Klebeband die Antwort sein? Haltet das Band hinter eurem Rücken und klebt ein Ende an euer Hüftgold. Klebt es dann ganz straff auf die andere Seite. Das ist wie ein super billiges Facelift, nur für die Hüfte. Und das Beste? Ihr müsst nicht mal ins Schwitzen kommen. Boah, schaut euch diesen riesigen Unterschied an. Boah, da ist Steven. Ob er wohl meine neue Taille bemerkt? Wow. Ich kann direkt in dieser Sekunde bald schlafen. Muss ich wirklich diese Laken anbringen? Ich bin doch so müde. Okay. Ich beginne mit dem Bettlaken. Und nun der Rest. Rein mit dir, du blödes Kissen. Jetzt der Bettbezug. Ach, diese Sache kann man einfach nicht richtig hinbekommen. Man weiß doch nie, wo die Ecken sind. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ja, das ist ganz sicher zu klumpig. Ich denke, ich muss einfach eintauchen. Hier sieht alles ganz anders aus. Ecken, Ecken. Ach, Mr. Kuschelpuff. Oh, ich hatte schon gedacht, ich habe dich verloren. Okay, zurück zur Arbeit. Boah, hier ist echt viel Zeug drin. Ich könnte eine kleine Erfrischung gebrauchen. Oh, ja. Lecker. So weit kann es doch nicht mehr sein. Meine Ellbogen, die bringen mich um. Puh, aber ich muss weitermachen. Ach, das hat kein Ende hier. Wer ist das denn? Wie zwei verschlafene Schiffe, die in der Nacht aneinander vorbeifahren. Oh, hier wird es aber echt eng jetzt. Oh, ich bin so orientierungslos. Warte, ist das, was ich denke, dass es ist? Oh, das ist so schön. Oh, meine Decke ist ein Portal in den Weltraum? Ich fühle mich plötzlich so klein. Oh, schau mal. Die Anweisungen. Hey, so bringt man das also an? Mensch, warum habe ich denn da nicht gleich dran gedacht? Jetzt ist alles so klar. Ich hab's echt geschafft. Jetzt ist es ganz einfach, mein Bett zu beziehen. Sogar die Bettdecke. Dreh den Bezug einfach von innen nach außen. Roll ihn dann mit der flauschigen Bettdecke zusammen. Zieh das Ganze so durch. Und sobald das Ganze umgedreht wird, dann drehst du es um und du rollst es wieder auf. Bester Faulpelz-Hack aller Zeiten. Königinnen tragen rote Juwelen, nicht wahr? Wenn ich eine echte Königin wäre, würde ich den Style echt rocken. Stellt sich raus, dass Sonnencreme wirklich funktioniert. Wenn man nicht vergisst, sie aufzutragen.
Boah, selbst das Atmen tut weh. Du siehst aber schrecklich aus. Oh Gott, oh, das brennt so sehr. Lana, Hilfe. Au. Mann, du musst dich abkühlen. Sag Mama, dass ich sie geliebt habe. Schon okay. Aber was ist denn mit deinen Füßen? Du hast den ganzen Strand mit nach Hause gebracht. Ach, du wirst den Sand überall verteilen. Wenn ich nur an meine Schuhe kommen könnte. Nee, keine Chance. Autsch. Boah, das Teil ist spitz. Moment mal. Könnte ich das verwenden? Ich kümmere mich drum. Sieht aus, als ob diese Sandale zu einem Schrubber wird. Dreh die Bürste um und gebe Heißkleber auf die Rückseite. Ja, auf alle Seiten. Klebe das Ganze dann auf die Schuhsohle. Gebe dann kleine Kleckse mit Kleber an die Kante. Und klebe Plastikjuwelen drauf. Je bunter, desto besser. Wenn du die Ferse erledigt hast, bist du fertig. Brillant! Stell sie direkt in die Dusche. Und schiebe die sandigen Füße direkt rein. Jetzt kann der Sand direkt den Abfluss runter. Das nenne ich immer Duschen für Faule. Denn saubere Füße sind glückliche Füße. Ich habe wie Stein geschlafen. Und deshalb sehe ich so gut aus. Ja, davon brauche ich definitiv was. Ob ich mich heute rasieren soll? Oh, fühlt sich schon besser an. Hey, heute wird dein Tag. Hey. Komm schon, mach auf. Ach, du findest es wohl lustig. Mann. Dem Teil wachsen schon Tierchen. Das ist die einzige Zahnbürste, die ich habe. Lass mich mal was ausprobieren. Mein Mundwasser kann sie desinfizieren. Lass sie einfach ein bisschen einweichen. Wenn du genau hinschaust, siehst du, wie die Kerlchen abfallen. Okay, jetzt ist sie sicher. Sicher, dass sie sauber ist? Ja. Okay. Ich kann nichts sehen. Nichts, was drauf rumkriecht. Ja, worauf wartest du? Juh. Ach, Steven! Ich liebe Kino. Hey, pass doch auf. Sorry. Ich muss das irgendwie ablegen. Ich habe zu viele Sachen in meinen Händen. Okay, und wenn ich das so versuche? Viel zu laut. Okay, sie ist offen. Kate, das ist lächerlich. Gib mir das. Stecke die Box so über den Strohhalm. Jetzt wirf die Pommes auf die andere Seite. Genial! Ja, ich weiß. Es war nicht schwer. Iss deine Fritte. Trink einen Schluck. Danke, Jake. Dieses Spiel braucht meine ganze Konzentration. Ah, ich kann nicht wegschauen. Okay, schnell. Pack es mit dem Mund. Oh, komm schon. Was ist das für ein Schmutz? Jake, hörst du mich? Mama, ich bin mitten im Spiel. Ich bin so nah dran zu gewinnen. Ja, nimm das. Und das. Ich habe es geschafft. Ich habe gewonnen. Oh
das ist nicht gut. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du dein Zimmer sauber halten sollst? Nein, ich will das nicht. Nein, 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 nein. Was kann ich machen? Sie sind wieder in der Tüte. Warte eine Sekunde. Ich habe eine Idee. Wenn ich einfach den Boden der Tüte so falte, sind die Chips viel höher. Puh, zurück zum Spiel. Und jetzt kann ich essen und gewinnen. Hungrig. Oh, was ist das? Yeah. Nein, danke. Ich schau mal, was es im Kühlschrank gibt. Viele Zutaten, aber keine Snacks. Ich wette, ich kann mit den Eiern etwas anfangen. Okay, die Eier sind bereit. Ich brauche diese Pfanne. Und dann schlage ich dieses Ei einfach auf. Warte. Schrubbpfannen sind das Schlimmste. Ich hasse sie. Das dauert ewig. Nein, ich will später keine Pfanne schrubben. Sorry, Ei. Du gehst dahin zurück, wo du hergekommen bist. Aber ich bin immer noch hungrig. Warte, das ist Backpapier. Ich werde einfach ein Blatt davon nehmen und lege es in die Pfanne. Gut positionieren, dass es passt. Die Ecken umfalten und jetzt das Ei. Schlag es direkt in der Pfanne. Wunderbar. Wirf die Schale weg und ab auf den Herd. Mach die Herdplatte an und schau zu, wie das Ei gar wird. Und fertig. Perfekt. Schau dir das an und schon kommt der Heber. Oh, das wird super schmecken. Und jetzt nehme ich einfach das Backpapier raus und werfe es weg. Einfach. Ohne lästiges Pfanne-Schrubben. Ich genieße jetzt mein Ei. Hey, Brian. Oh, hey. Hilfst du mir bei der Vorbereitung für die Party? Ja, warum nicht? Ugh, boah. Hey, mir wird ganz schwindelig. Nein, komm zurück. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, hier ist aber jemand nicht in Partystimmung. Oh, ich muss den Ballon finden. Wie lange liegt die denn schon hier? Ach, hier bist du. Boah, guck mal. Uff. Der ist größer als ich. Na, wie wär's mit einem Stück? Ich sollte üben. Wie kommt denn Essig hierher? Und Backpulver? Komisch. Oh, da ist er ja. Okay, zurück zur Arbeit. Oh, das war anstrengend. Brauch nur einen kleinen Zuckerkick. Hey, Lust auf Experimente? Nimm eine leere Flasche und mach ein bisschen Backpulver rein. Das sollte reichen. Dann kipp etwas Essig nach. Da sind noch Backpulverreste. Mach die Flasche ungefähr halb voll. Und jetzt stülpe den Ballon über die Flasche. Und im Nu hast du dir einen kleinen Helfer organisiert. Jetzt nur noch im richtigen Moment abziehen. Wow! Ha. Warum denn seine Luft verschwenden, oder? Und das funktioniert für eine ganze Weile. Ich glaube, wir sind bereit zu feiern. Hey, hast du was zu essen bestellt? Ja, und zwar das Beste, was es gibt. Heiße, knusprige Nuggets. Oh, schau dir das an. Riecht noch besser, als es aussieht. Boah, nicht übel. Da fehlt nur noch was. Sei so lieb und hol mir den Ketchup, ja? Hä? Wer ruft denn da an? Oh. Hi, Sophia. Wolltest du das hier? Ich mach's für dich auf. Echt jetzt? Na, für dich mache ich doch alles. Ach, gern geschehen. Dafür verdiene ich jetzt aber auch einen. Was, noch einer?
Na gut. Zufrieden? Boah, die ist echt unglaublich. Was bin ich denn? Ein persönlicher Ketchup-Spritzer? Wie wär's damit, ha? Jetzt kommt das große Finale. Man kann nie genug Ketchup haben, stimmt's? Ich muss auflegen. Jetzt alles gut durchschütteln. Was? Okay. Eigentlich ist das gar nicht so doof. Und ich muss nicht mehr ständig Ketchup drauf tun. Gib das her. Schließlich habe ich die Arbeit getan. Köstlich. Oh, das schmeckt echt lecker. Habe ich doch gesagt. Guter Trick. Oh, danke. Ketchup ist echt das beste Gewürz. Was ist das denn? Hä, ich muss heute Abend Abendessen machen? Oh, Mutti kommt schon nach Hause. Denk nach, Lizzie, denk nach. Oh Mann, soll ich Nudeln machen? Damit geht's schnell. Nimm eine Tasse und mach trockene Nudeln und Wasser rein. Dann ab in die Mikrowelle. Komm, schnell. Oh, geht das nicht schneller? Ui, oh, ganz schön heiß. Die Nudeln sind durch, siehst du? Jetzt ein bisschen Milch und Käse dazu. Durch die Hitze verschmilzt ja alles. Sieht doch lecker aus, oder? Nudeln mit Käse in 0, nix. Willkommen zu Hause, Mama. Oh, Käsepasta, mein Lieblingsessen. Sieht köstlich aus, Kleines. Ach, und schmeckt auch vorzüglich. Ich habe nur von der Besten gelernt. Guten Appetit, Ladies. Mhm. Ja, 15 Uhr klingt super. Oh Mann, was geht denn da oben ab? Ich hoffe, das ist nicht, was ich denke. Ah. Ich rufe zurück. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Ich fühle mich wie ein mobiles Dixie-Klo. Ich brauche sofort eine heiße Dusche. Her mit euch. Mann, das wird die Schrubbung meines Lebens. Ach, bald ist alles vorbei. Warum funktioniert die Dusche denn nicht? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht so ein Pech haben. Was ist das denn? Eva hat mir Wasser übrig gelassen? Oh, großartig. Aber wie kann ich mich denn damit duschen? Ah, Moment mal, ich weiß, was zu tun ist. Schütte für diesen Hack Wasser in eine leere Mülltüte. Nimm die Tüte an ihren Griffen und zieh sie heraus. Häng sie an einen Haken über die Wanne und stich zuletzt ein kleines Loch hinein. Schnell, runter mit dir unter das Wasser. Laufendes Wasser, meine Damen und Herren. Mann, das habe ich gebraucht. Hey, hier drüben. Oh, du hättest das Match sehen sollen. Je mehr Sophia über das Spiel spricht, desto hitziger wird sie. Oh, warum ist das denn so warm hier drin? Mann, ich schwitze wie ein Schwein. Das muss von meinem Workout kommen. Ich bin gleich zurück. Ah. Hilf mir. Oh Mann, warte. Zieh meinen Arm. Fester. Ja, kommt schon, Ladies. Zieht. Noch einmal. Oh. Oh, wie peinlich. Sophia, warte. Oh Mann, das war sowas von peinlich. Das ganze Restaurant hat das gesehen. Ach, keine Sorge, das passiert jedem Mal. Ich wünschte, ich könnte dir helfen.
wär's denn damit? Hm? Dreh dich mal um. Das Antitranspirant wird deine Haut trocknen. Oh, das fühlt sich schon besser an. Oh, echt schön kühl. Na, dann machen wir noch mal den Härtetest. Puh. Oh, was für eine Erleichterung. Aber kann ich jetzt auch eine Stunde damit sitzen? Ja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Lass uns zahlen und raus hier. Ja! Oh, Eva, wir haben deine Beine vergessen. Oh. Nach einem langen Tag fühlt es sich so richtig gut an, einfach die Füße hochzulegen, sich eine Limo zu schnappen. David, du hast versprochen zu putzen. Schon vergessen? Na schön. Na, dann wollen wir da oben mal sauber machen. Puh, ganz schön staubig. Dankeschön. Null problemo. Ja, so, wo war ich stehen geblieben? Hä? Könntest du mir noch mal kurz helfen? Die Oberseite des Spiegels ist offiziell erledigt. Ja. Sieht so aus, als könnten sich große Leute nie eine Pause gönnen. Aber wie sonst soll man den ganzen Kram da oben erreichen? Das ist der schlimmste Samstag ever. Ja. Was? Ich brauche immer noch deine Hilfe. Okay. Hey. Da kommt mir eine Idee. Hast du Plastikhocker rumstehen? Dann benutze sie. Okay, na schön. Jetzt machen wir sie schön fest. Du willst ja schließlich nicht runterfallen, oder? Bin ich ein Genie oder was? Jetzt kann ich mir Ruhe meinen Zucker gönnen. Wow, so sieht die Welt also von hier oben aus. Guck mich nur an. David, du bist der Beste. Ich weiß. Ein neuer Tag, eine neue Ladung Wäsche. Ich hoffe mal, das passt hier alles rein. Das riecht übel. Rein da. Dieses Waschmittel muss Wunder wirken. Warum geht die nicht an? Du machst wohl Witze. Jemand zu Hause? Ich hole mir lieber eine zweite Meinung ein. Sie ist kaputt. Aber gestern hat sie doch noch funktioniert. Ich rufe euch, wenn ich das Problem gelöst habe. Meine Klamotten müssen definitiv gewaschen werden. Was habe ich denn hier so? Die werden nicht funktionieren. Aha! Endlich ein wenig Hoffnung. Legt einen Plastikbeutel auf den Boden und steckt ein dreckiges Kleidungsstück hinein. Jetzt verschließt den Beutel gut. Legt dann alles in den Kühlschrank. Ah, so langsam, Bro. Boah. Hat David jetzt völlig den Verstand verloren? Lass uns etwas vorspulen, ja? Ob meine Klamotten wohl schon fertig sind? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Zeit mal dran zu schnuppern. Wow, es hat funktioniert. Ich habe den Gestank quasi einfach weggekühlt. Und zack, bin ich bereit zu gehen. Aw, it was all a dream. Die ist echt verrückt, Mann. I guess I'll get my day started. Ich mach mich besser auf den Weg. Oh, jemand muss hier ganz schön viel Geschirr spülen. Aber ohne Spüli ist das irgendwie schwierig. Ein Stück Seife funktionieren wird? Man kann es ja mal versuchen, oder? Nehmt einen Schwamm und schneidet einen Schlitz wie diesen hinein.
nächstes steckt ein Stück Seife rein. Seht ihr? Jetzt muss man ihn nur noch nass machen. Und zusehen, wie er aufschäumt. Und man muss beim Spülen kein Spülmittel mehr hinzufügen. Er braucht schon Spüli mit einem Lifehack wie diesem. Das funktioniert ziemlich gut. Ein Teller gespült und die anderen hinterher. Puh.